Hallo, der Max ein bisschen wenig. Ich muss dich so klein machen heute in letzter Zeit. So, die Jennifer ist bei mir. Grüß dich. Hallo. Ich habe gerade noch die Haare, so in den letzten 5 Minuten die Haare gepflegt. Das ist alles, ja, perfekter Sitz. Ja, wie bei mir, auch alles. Ja, muss ja auch. Das ist alles wichtig, ja, muss sitzen. So, Jennifer, also, du hast die Haare schön. Und wir machen heute ein Scoop-Piercing. Eins meiner Lieblingszungenpiercings, ich wollte sagen, ich mag es einfach total gerne, es ist einfach total schön. Mhm. Vor ein paar Tagen haben wir bei der Patricia ganz aus dem Kanal, haben wir Venerbeins gestochen. Auch echt geil geworden, gibt es auch ein Video dazu, was jetzt schon online ist, wenn ihr das seht oder nicht, das kann alles schon möglich sein. Aber Scoop, immer wieder eins meiner Lieblingspiercings, muss ich sagen, ist cool. Wir machen aber normales von links nach rechts, aber gerade bei der Patricia reden, gibt ja auch horizontales, es gibt ein vertikales, in dem Fall war es bei dir ganz normal. Braucht ihr bitte mal hier so rüber sitzend. Genau. Also, was wir jetzt machen werden, was wir schon gemacht haben, ist, wir haben schon alles desinfiziert soweit, beziehungsweise halt betäubt und desinfiziert in einem. Dann haben wir alles steril aufgedeckt und jetzt gehen wir eigentlich ins Eingemachte, nämlich wir zeichnen es an, messen es aus und dann stecken wir das Ganze. Gut. Ja, das funktioniert wie aufs Kommando. Ich strecke jetzt immer noch aus. So, lass einfach kurz gehen. So, das erste Video, was wir jetzt haben, ne? Ja, genau. Wo kommst du her, Jenny? Graz-Umgebung. Graz-Umgebung. Schön. Sag mal wieder, nicht Graz da, sag mal wieder, ich muss mal nach Graz kommen. Ja. Mal anschauen, die Stadt. Ich hab's ja noch nie gesehen, so richtig. Echt? Nee, irgendwie einen guten Wiener. Aber weißt du, da hast du so viel zu tun. Ich fahr mal ein bisschen höher. Irgendwie schneid es mir den Kopf ab hier. Ich bräuchte eine Kamera mit so einem riesen Weitwinkel. Ja. Weil ich so groß bin, dann kannst du es mal anders machen. Ich kann dich ein bisschen tricksen, ein bisschen. Wir fahren dich höher. Mhm. So wächst du hier bei mir. Dann kann man das wieder so. So, dann bin ich auch noch halbwegs drauf. Okidoki. Also, Scoop, zeichnen wir jetzt mal an. Mhm. Ja, Graz ist wie gesagt eine nette Gegend, glaube ich. Ja, für Studenten. Ja klar, ich habe letztens einen deutschen Kunden gehabt, der sagt, wo bist du her? Ich bin aus Graz. Was machst du? Ja, ich studiere da. Also studieren viele in Graz. Ja. Du aber nicht, oder? Mhm. Du auch. So, jetzt kannst du nicht reden, weil das ist lustige Tuch so und da. So, dann bitte jetzt die Zunge nicht reinziehen. So, die Zunge mal schön getrocknet. Anzeigen als Scoop ist immer das Wichtigste und auch das, sagen wir, komplizierteste im Endeffekt. Okay, so, erster Schritt mal gemacht. Du darfst jetzt gleich mal genau mal deine Zunge ein bisschen rein und raus bewegen und dann mal in den Spiegel dazu gucken. Mhm. Jetzt kann es sein, dass die Punkte bleiben, wie sie sind. Es kann auch sein, wenn du die Zunge mal rein und raus tust, beim dritten Mal ist es auch immer schief. Das kennst du aus vielen Videos. Mhm. Aber bei manchen Kunden ist das so, bei manchen nicht so. Schau mal ein bisschen her. Also eigentlich finde ich es ganz gut. Mhm. Was ist dein Gefühl? Also ich achte nicht auf die Rille in der Mitte, die hast du, weil die ist nicht genau mittig, sondern ich achte jetzt eher ein bisschen auf die Ränder, dass es vom Abstand her gleich ist. Und ich finde, muss sagen, den Punkt eigentlich ganz gut. Ich meine, der eine Punkt, der ist, glaub, das ist einfach nur eine Zunge, so eine dicker macht. Das sieht gut aus, ich würde das so lassen. Ich finde es schön. Pass mal so. Mhm. Das ist gleichmäßig. Sieht gut aus. Was hältst du davon? Ja. Gut. Bei meinen Scoops geht es sofort. Bei anderen muss ich letztens ein Video gemacht mit einer Kundin, wo ich glaube ich 3 Mal angezeigt habe. Boah. Da steckst nicht drin. Also das ist. Man muss sich sicher sein. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dass es gut wird, dann zeige ich mal so oft an, bis es passt. Gut, dann stecken wir das so. Wir haben schon ausgewählt, die. Zeig mal ganz einmal von vorne, wie das aussieht. Jetzt so kommen wir das, machen wir das. Ich habe schon rausgelegt mal den Schmuck, der ist schon hier, also alles so wird steril mal aufgedeckt, Zange, Werkzeug und so weiter. Und dann werden wir dich jetzt mal filmen. Passt. So. Bist du sehr nervös vom Scoop oder geht's? Es geht. Wie nimmst du die Betäubung, weil die ist gut, oder?
Bitte? Die Betäubung, wie nimmst du die wahr? Die ja. Wirkt schon, ne? Aber ist komisch, hätte ich gesagt. Und ja gut, wir haben sonst die Zunge betaubt, nicht jeden Tag, ne? Ja. So, ist ganz gut. Passt. Aber sie wirkt gut und ich denke, es ist für dich auf jeden Fall eine added value, du spürst dadurch weniger. Jo. Und wenn, ich war schon was hinter mir, also. Ja, da ist schon ein paar Piercings, ne? Ja. Aber da war ich unschuldig bei einem, oder? Nein, die sind alle von anderen. Wollte ich das sagen? Schade. Aber jetzt... Ja, es sind schon die Leute. Jetzt hast du mich gefunden. War das Eskimo unten von Anfang an schief oder ist es dir schief geworden? Das weiß ich nicht. Aber okay. Sie hat mir einen Plastikstab so eingetan und ich glaube, das ist von dem dann. Kann auch sein, ja. Und ich mag es ja, deswegen weiß ich auch gar nicht so gerne. Das ist einfach ein Thema ist. So. Wir haben übrigens 5er Kugeln genommen hier. Auf deinen Wunsch hin, was absolut okay ist. Nur das zur Erklärung. Lass einfach die Zunge draußen, bitte jetzt keine Angst haben, einfach locker bleiben, konzentriere dich auf irgendwas, aber bitte nicht auf den Stich. Also nicht jetzt verrückt machen wegen dem Stich. So. Passt. Geht's? Mhm. War es schlimm? Ja. Okay. Super. Gut, dann machen wir einen Schluck noch rein. So. Dann haben wir das auch schon. Super, wir sind schon eigentlich fertig, Mensch. Das geht ja wie ein Schnürchen mit uns zwei. Alles okay? Mhm. Dann tun wir noch kurz die Kugeln gegenkontern, dass die wirklich auch eng sitzen, also richtig gut halten und auftreten. Passt. Passt, Mund zu machen einfach. Und wenn ich dich bitten darf, einmal in die Kamera reinschauen. Das mal zeigen. Schön, oder? Mhm. Ja, mit 5er Kugeln aber wieder. Ist auch mal cool. Aber also 4 oder 5er Kugeln ist eine reine Geschmackssache, das ändert sich nichts dran. Aber ist sehr schön geworden. Wirklich gut. Gefällt mir gut für dich. Und passt auch irgendwie zu dir, weil du doch durch die Bridge und so und durch Septum, finde ich es immer Septum und Scoop oder auch Medusa oder Ashley und Scoop, weil das alles in der Mitte ist. Also mir gefällt das bei dir alles sehr symmetrisch, ja? Mhm. Ja, ist mein Ziel. Genau. Sieht man ja auch. Und deswegen, das passt einfach gut zusammen. Mhm. Also gefällt mir gut. Finde ich sehr schön. Cool. Tamam. Super, dann sind wir mal soweit durch. Jetzt erklär mal kurz, wenn jemand so viel Piercings hat wie du, war das jetzt, weil du hast am Anfang schon ein bisschen Schiss gehabt, ja? Ja. Da muss man ja sagen, kann man, ist ja nicht, kein Geheimnis. Erzähl mir noch mal kurz jetzt für dich vom Gefühl, war das jetzt schlimmer als Septum, the Bridge, Nasenpiercing? Oh, das ist nicht symmetrisch, das Nasenring. Na, aber... Müssen wir noch machen. Vielleicht, ja. Ja, sicher. Ja. Ja, hat erzählt, wie war es? Also war es? Es war bei weitem nicht so schlimm, wie es mir vorgestellt hat. Und im Vergleich zu anderen Piercings? Weniger schlimm. Da war die Bridge bei weitem schlimmer zum Beispiel. Oder das Eskimo. Aber ist nicht schlimm. Es geht so schnell, gell? Ja, es war echt schnell. So. Aber jetzt komisch mit dem Reden. aber man muss natürlich sagen, auch im Hintergrund ist, dass das natürlich noch betäubt ist. Mhm. Und die Betäubung, solange die noch wirkt, natürlich deine Zunge einfach noch mal schwerer macht. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt jemand die Betäubung reinsprühe, ohne zu piercen, tut er sich nach 10 Minuten, wenn die Betäubung ein bisschen schwer ist. Einfach, die Zunge wird ein bisschen lahm. Ich gebe dir mal mit Pflegeprodukte. Vielleicht kennst du es eh schon alles aus dem Video, aber ich wollte es noch mal sagen. Erster Schritt ist unter den Mundspülung. Nach dem Zähneputzen, putzt fast zu den Haaren gut. Ja. Putzt euch die Zähne bitte gründlich eine Minute lang. Mhm. Die Zähne putzt bitte am liebsten 3 Minuten lang richtig gründlich.
Und nach dem Zähneputzen nimmst du vorne den Mundspülung, da ist ein Messbecher dabei, 20 ml ungefähr je nach Mundvolumen nehmen, eine Minute lang ausspülen und einfach ausspucken. Das war's. Mhm. Dann als zweites, tagsüber, nach allem, was du rauchst, isst, trinkst oder küsst, nimm bitte den Portalent Mundspray. Mhm. Den Spray nimmst du am Tag so 10-15 Mal, davon einfach so 2-3 Sprühe auf den Mund drauf, einwirken lassen, kannst schlucken, ist überhaupt nicht giftig, einfach drin lassen. Also der Mundspray ist wirklich wichtig. Rauchst du? Nein. Perfekt. Die nächsten 3 Tage nicht rauchen, für alle, die rauchen, dann Alkohol weglassen, den harten Alkohol. Trinke nicht. Ja? Und die nicht pasteurisierten Milchprodukte. Das heißt, alles, was pasteurisiert ist, fast alles ist, darfst du trinken. Die nicht pasteurisiert, nur draufsteht, Achtung, frische Kuhmilch, nicht pasteurisiert oder Joghurt oder Schimmelkäse, die bitte weglassen. Okay. Dampfbadsauna, so lange schwimmen gehen, alles, was den Körper anstrengt, 3 Wochen nicht, auch wenn du jetzt zwar den Mund zu hättest und schwimmen, aber es trotzdem mal besser, wenn du nicht schwimmen gehst. Und duschen, Haare waschen, Sport darfst du morgen wieder. Haare färben darfst du natürlich auch, weil es ein bisschen ist. Ja. Aber komisch, wenn das. Das wäre komisch, wenn es nicht gewesen. Ja. Sag mal, wie kommt das, wenn ich. Mach mal die Augen zu, bitte. Ist mal zu. Okay. Ja, jetzt sehe ich es, weil von vorne sieht man deine Wimpern nur weniger, aber dafür schön lang groß. Und wenn du zu hast, sieht man ganz viele. Das ist, weil du sie aufgeklebt hast. Ja. Na gut, das ist schön. Das meine ich. Danke. Ja, das sieht man, das sieht nicht echt sein. Aber sieht gut aus. Das ist mir nochmal fehlen, wenn die gefallen werden. Mit diesen Augenaufschlag an. Schön. So, in diesem Sinne, hast du noch eine Frage, meine Liebe? Nein. Lass mich noch kurz zeigen. Ich habe vorhin dem Kunden versprochen, der war gerade da, hat mir das extra aus dem Legoland mitgebracht, der arbeitet da. Und ich habe gesagt, ich werde das jetzt einmal in die Kamera halten und zeigen. Danke nochmal an den Michael für dieses schöne Mitbringsel. Wenn ich was so spreche, muss ich auch halten. Passt du überhaupt nicht zum Thema, aber ist scheißegal. Ja, ist ja mein Kanal, darf ich machen, was ich will. Und in diesem Sinne, hast du noch eine Frage? Nein. Also, wenn du von Kratzen herkommen willst, schnell in 2-3 Wochen oder 4 zum Kontrollieren. Mhm. Wenn dich die Kugeln nicht stören, alles passt, lassen wir alles wie es ist. Okay. Ich denke, du bist schwarze Kugeln wahrscheinlich. Ja. Ja. Das können wir dann schon machen. Mhm. Den Stab an sich lassen wir auch wie er ist. Außer mal bei manchen Kunden beim Scoop macht man oft noch einen Hauch enger, wenn die das Gefühl haben, dass der so nach vorne und hinten wackelt. Okay. Oder ein bisschen raussteht mit der Zeit. Dann macht man einen Hauch enger. Das schauen wir uns dann einfach an, wenn es nötig ist. Okay. Ansonsten sind wir fertig. Ja, super. Ich danke dir fürs Filmen, danke, dass wir dich am Pissen dürfen und euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Die Jenny und ich sagen Tschüss, Baba.